So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein Video von csgohouse.com. Ich habe gerade schon ein Case Open gemacht, das habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. Und jetzt möchte ich einfach hier mal den Wert nehmen, was wir hier mal haben, die 6777. Und dann überlegt, ich hau die mal in die Slotmaschine und dann gucken wir mal, was wir da rausbekommen. Hier kann man immer einen Betrag von 0 bis 5000 eingeben. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen da jetzt mal 6 mal 1000 und einmal 777 und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen was raus haben. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon positive oder negative Erfahrungen mit csgohouse.com gemacht habt. Und ansonsten sage ich jetzt mal, jo, viel Glück uns dabei. Und dann gucken wir mal. Ein Tausender immer. Ich denke mal, umso mehr man hier eingeben sollte, umso höher sollte die Wahrscheinlichkeit haben sein, dass man was Gutes rausbekommt. Oder eben nicht. Man braucht hier natürlich dreimal das gleiche, um das zu bekommen. Und vielleicht haben wir Glück, vielleicht auch nicht. Was haben wir hier? Das Knife. Und dann sieht man schon, dass man es verloren hat, wenn man zwei unterschiedlichen Gegenstände hat. Machen wir gleich weiter. Und ja. Also mir wurde auch schon gesagt, dass die Slotmaschine nicht wirklich so gut ist wie diese Cases. Bei den Cases haben wir ja wirklich Plus gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut es im letzten Video an. Und hier sieht es jetzt bisher noch nicht so gut aus. Ja, nee, da haben wir noch nichts bekommen. Ich würde jetzt vielleicht einmal mit 2000 noch machen, ob man da vielleicht mehr Glück haben, weil man eben einen höheren Einsatz hat. Nee, das glaube ich wobei nicht. Wenn wir selbst die nicht, doch, die kriegen wir jetzt nicht mal die. Okay, dann haben wir jetzt noch einmal 777. Also da muss ich sagen, da wäre ich eher, kann ich die Kisten öffnen empfehlen als diese Slotmaschine. Da gibt er mir jetzt noch eine 775 AK zurück. Da haben wir definitiv jetzt Lose gemacht. Aber ist egal, wir haben es mal zusammen angeschaut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da vielleicht reingelackt habt, ob ihr da schon ein fettes Knife bekommen habt, vielleicht sogar ein fetteres, als man bei den Cases bekommt. Ob ihr auch vielleicht mit 1000 reingeht oder eher mit 5000 reingeht. Würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Würde ich mich richtig drüber freuen. Vielen Dank auch an alle, die immer kräftig in die Kommentare schreiben und einen Daumen hoch geben. Freut mich immer riesig und ja, motiviert mich natürlich auch weiter Videos zu machen. Und ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.